Servus und hallo, die Anja von die Frauengrill. Heute habe ich ein Rezept für euch für den guten Start in den Tag. Es gibt einen Frühstücksburger. Viel Spaß bei diesem Video. Einen English Breakfast Burger habe ich für euch kreiert und das passt zu dem Motto, man soll morgens wie ein Kaiser essen, mittags wie ein König, abends wie ein Bettler. Ihr werdet gleich sehen, was da alles draufkommt. Richtig schön ans Motto English Breakfast angepasst und wir werfen einen Blick über die Zutaten, würde ich sagen. Ihr seht hier fünf Würstchen, dann haben wir ein Ei, wir werden ein Spiegelei draus machen, eine Tomate kommt ins Spiel, die kann man roh einsetzen oder anbraten. Bacon ist natürlich typisch dafür. Hier ein Bun, Butter kommt noch drauf und wir haben einen Cheddar und zwar einen Premium Cheddar von British Heritage. Dazu sei gesagt, dass der da wunderbar passt, weil er hat cremige Noten, röstige, also ja, Grilled Notes heißt es, röstige Noten und dieser steht für Tradition, für Familientradition, für handgemacht und der ist gereift. Jetzt, wenn wir ihn hier noch öffnen, wundert euch da nicht, oder wir öffnen ihn gleich mal, wenn da so eine weiße Schicht drauf ist auf dem Käse, dann ist es nur ein Zeichen dafür, dass er nämlich 6 Monate in der Holzkiste gereift wurde. Ja, da gibt es noch auch einen grünen, der 12 Monate gereift wurde und der passt super für Burger. Also ich stehe da total drauf und empfehle den euch. Ich verlinke ihn euch unterhalb des Videos in der Infobox. Und was natürlich zu einem British Breakfast nicht fehlen darf, sind die Baked Beans und die werde ich auch noch ins Spiel bringen. Da spart Ja, man sich ja praktisch gleich die Soße, Barbecue-Soße ja. und Ketchup und solche Richtig, das Sachen. sind Bohnen, gebackene Bohnen in Tomatensoße. Ja. Die werden wir dann hier noch nur noch erhitzen. Die gibt es in der Dose. Und jetzt würde ich sagen, heize ich einmal die Plancha vor und dann geht's los. Dann baue ich euch einen wunderbaren Burger. So, dann geben wir doch einmal ein bisschen Öl auf die Plancha und erhitzen es. Kameramann, Frage? Na, aktuell keine Frage. Okay, gut. Ah, eine Frage an die lieben Zuschauer. Wie würdet ihr einen Frühstücksburger konzipieren, kreieren? Schreibt mir eure Ideen gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Muss ja nicht ein Englischer sein. Aber nicht, dass jetzt jemand daherkommt mit irgendwie Müsli und Banane und Joghurt oder so. Warum, wenn es kreativ verarbeitet wird, warum nicht? Vielleicht Naja. so eine süße Variante, auch mit Pancakes kann man arbeiten. Also vielleicht sollte ich da auch noch mal rangehen und noch einen kreieren. Gut. Zeit, die Bratwürstchen erstmal aufzulegen. Das ist wirklich ein flotter Burger. Ja. Erstmal den Würstchen ein bisschen Farbe verpassen. Und währenddessen schneide ich schon mal die Tomate auf in Scheiben. Wie gesagt, ihr könntet sie auch, das ist auch typisch fürs English Breakfast, sie anbraten. Ja? Oder auch Champignons könnt ihr auch verwenden und diese anbraten. Das wäre so eine Abwandlung. Auch Zwiebeln könnt ihr natürlich einsetzen, da ist alles erlaubt. Schneiden wir mal da ein paar Scheibchen runter. Das reicht dann eh schon. 2, 3 Scheiben. So, gut, dann haben wir das schon vorbereitet. Bacon und Spiegelei lege ich ein bisschen später auf. Warum? Ja, der Bacon braucht nicht so lange. Das Ei, je nachdem, wie man es haben möchte. Du möchtest es eher immer durchgebraten, gell? Ja. Ich mag es schon, wenn der Dotter dann ein bisschen ausläuft. Mach dir nach Gusto, ja? Organisiert es ein bisschen von der Zeit her, von der Garzeit her. Und während die Würstchen von der einen Seite schon ein bisschen Farbe bekommen, schlage ich das Spiegelei auf. So. Wunderbar. Dann schauen wir mal die Würstel an. Sehr gut. So, den Buns verpasst man hier drauf ein bisschen Farbe und dann lege ich auch schon den Bacon auf.
So, und jetzt kommt gleich der Käse ins Spiel. Ich schaue mir bloß einmal kurz noch den Bacon an. Ja, den werden wir schon einmal drehen. So, und dann schiebt man, Momento, die Würstchen sehr nah zusammen. Die dürfen jetzt einmal ein bisschen zusammenrücken. Gell? Ihr könnt 4 bis 5 Würstchen verwenden, je nach Dicke. Und da drauf platziere ich jetzt eine Scheibe von diesem wunderbaren Cheddar-Käse. So, schaut's her. So, und dann lassen wir das Ganze jetzt noch fertig brutzeln. Und dann können wir den Burger schon bauen. Auch die Baked Beans erhitze ich. Ich würde sagen, gutes Timing. Und jetzt geht's los. Ich bestreiche die unterste Bannhälfte mit etwas Butter. Gut. Und lege da drauf die Würstchen. Kameramann, schön im Blick halten. Ja, die passen da gerade drauf. Gell? Das ist alles. Nein, das habe ich alles ausgemessen und getestet und getüftelt. So, schön drauf. Wunderbar, dieser Käse wieder zerflossen ist. Dann kommen über den Käse Tomatenscheiberl, das Spiegelei. Genau nach meinem Geschmack. Man könnte noch mit Salz und Pfeffer operieren, wobei die Würstchen haben genügend Würze. Auch der Bacon, der jetzt noch ins Spiel kommt, liebe Zuschauer, läuft euch denn nicht schon das Wasser im Mund zusammen? Kameramann, ich glaube, du kannst auch nicht mehr warten. So, und dann noch die Baked Beans drüber. Deckel drauf. Was sagt ihr zu meiner Frühstücksburger-Kreation? Und da wird jetzt probiert, würde ich sagen. Das übernehme ich, Kameramann, gell? Da muss man schon früh am Morgen den Mund weit aufreißen. Wow. Jetzt ist ein Würstel raus, das schnapp ich mir. Mein Gott, das ist eine saftige Angelegenheit. Wow. Um Gottes Willen ist der lecker und der passt super zum Frühstück für alle, die auf deftiges Frühstück stehen. Das ist eine traumhafte Kombination, der Bacon, die saftige Tomate, dann die würzigen Würstchen, dieser feine, geröstete, cremige Cheddar. Das ist einfach ein Traum und ihr müsst diesen Burger unbedingt nachmachen. Lasst mich gerne wissen, wie er euch geschmeckt hat. Also den kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich befehle euch, ihn nachzumachen. Und jetzt bedanke ich mich noch bei euch fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich blende euch was zum Abonnieren ein. Danke fürs Zuschauen. Eure Anja, macht's gut. Boah, und da jetzt ein Kaffeechen dazu. Ja, für dich. Ich krieg den Burger. Warum ist eigentlich bloß ein Burger gemacht worden?